Herzlich willkommen, Leute, im neuen Final Fantasy Part. Ja, in dieser Folge geht es ausschließlich um den Rava-Fresser und das Danjuro, das er droppt. Danjuro ist das letzte und stärkste Einhänder-Schwert, nicht, sondern Dolch, glaube ich. Ja, es ist ein Dolch, gehört zur Gattung Dolch. Und ja, wie gesagt, wir bekommen es vom Mega Christ vom Rava-Fresser als seltenen Drop. Gut. Beachtet bitte, dass ihr ein gutes Stück Zeit mitbringen solltet für diese Aufgabe. Momentan stehe ich ja im antiken Grovegan und würde euch bitten, als Vorbereitung dafür diese Baronviecher hier abzuknallen. Und die höchste Stufe zu bilden. Also sprich Stufe 4. Dass ihr diese dicken Belohnung kommt. Sammelt vorher keine Belohnung ein, dann geht die Serienstufe schneller hoch. Denn Rava-Fresser ist von dieser Gattung Baron. Genau. Ja, sobald ihr also, wie gesagt, diese höchste Serienstufe habt, betreten wir den Mega-Christ. Ihr solltet dann als Gambit-Einstellung haben Gegner über 10.000 TP Sanctus und das nur auf einer Person, damit ihr es nicht doppelt zaubert. Warum, erkläre ich gleich. Gegner im kritischen Zustand Avita. Avita bewirkt rapiden TP-Fall. Und Gegner im Zustand kritisch Gift. Dasselbe macht ihr bei eurem zweiten Char. Im Zustand kritisch Avita und Gift. Allerdings nicht Sanctus über 10.000, sondern einfach nur blind. Wieso, weshalb, warum? Erkläre ich euch gleich. Wir laufen jetzt erstmal an einer der Stellen, an denen der Rava-Fresser spawnen kann. Er kann, wenn ich mich nicht täusche, im kompletten Mega-Christ an jedem Standortwechsler spawnen. Oder an fast jedem. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber gängigen Theorien zufolge ist der Standortwechsler 14 der beste. Das hat natürlich auch wieder gewisse Gründe. So, angekommen im Mega-Christ. Gehen wir natürlich erstmal in die mittlere Ebene. In die mitteldunkle Ebene. So, Standortwechsler 9. So. Ihr seht schon, es ist etwas dunkler geworden. Ihr habt ja meine vorherigen Videos auch gesehen, wo ich hier im Mega-Christ unterwegs bin. Die ganze Zeit war mal unten im Keller für die Esper und ganz oben für Omega und Paraschild und so weiter und so fort. Und auch diverse seltene Drops und Gegenstände. So, durch diese Tür. Und dann müssten wir zum Standortwechsler 12 kommen, der uns dann zur 14 bringt. Ich glaube, die 14 ist auch der Standortwechsler, wo wir Excalibur uns damals geholt haben. Bin ich mir jetzt zwar auch nicht mehr ganz sicher. Doch, das müsste da in der Nähe sein. So. Standortwechsler 14. Jetzt solltet ihr voll in den Weg einschlagen. Nämlich zur Leo Steuerung. Ich weiß jetzt nicht, ob die oben oder unten war. Muss ich selber erst noch mal kurz schauen. Ja, hier sind wir. Entschuldigung. Hier sind wir richtig. Oh, hahaha, da verrate ich ja schon fast zu viel. Jetzt geht es um folgende Strategie. Euer Tank, sozusagen, sollte sich mit einem sehr starken Schild, wie zum Beispiel dem Paraschild, ausrüsten.
Der zweite Charakter, dem habe ich jetzt Genji-Schild gegeben. Das hat immerhin 30. Ist noch so das zweitbeste von allen anderen. Jeder sollte eine schwarze Maske anziehen, da hier öfter mal Dunkelzauber gewirkt wird. Große, ja gut. Auf jeden Fall noch die Gauntlets, die zusätzlich die Blockchancen erhöhen. Penelo habe ich jetzt Hermesstiefel gegeben, weil doppeltes Ding brauche ich jetzt nicht wirklich. Und Durandat für weiteren zusätzlichen 5 Reflex. Bastardschwert gibt auch 5 Reflex. Der Trick ist jetzt folgender. Was ich hier beabsichtige ist... Wir wissen ja, dass Final Fantasy XII verrückte Glitches hat und verrückte Bugs sind es ja nicht, aber ja doch, man kann Glitch sagen. Denn ihr erinnert euch zum Beispiel an den Dastia-Trick oder auch wie ich die Großrüstung bekommen habe, wenn das Pferd kurz bevor der Gegner sich komplett auflöst, wenn wir das Gebiet verlassen und wieder reinlaufen, ist er wieder da. Ein ähnliches Prinzip gibt es auch hier mit diesen, was sind denn das, Nekromanten, genau, Nekrophobia. Wir haben draußen ja eine Kette gebildet bei den Baronviechern. So. Und wenn wir einen Gegner durch Gift, also durch Toxic, durch, ja, Gift heißt's, umbringen, dann wird die Kette nicht durchbrochen, obwohl er zu einer komplett anderen Gattung Monster gehört. Fragt mich nicht wieso und warum. Und das machen wir jetzt hier mit den ganzen Nekrophobia-Viechern, um diese Baron-Kette nicht zu durchbrechen. Denn die höhere Serienstufe brauchen wir natürlich, damit die Danjuro-Drop-Chance sich ebenfalls erhöht. So, das ist aber noch nicht alles. Ich weiß nicht warum, aber... Wenn wir hier in diesem Gebiet mit dieser Leo-Torsteuerung alle Nekromanten töten... Ich beweise es nochmal schnell kurz, dass es auch die richtige Torsteuerung ist. Na, hallo? Ja, Leo-Torsteuerung, ihr habt es gelesen. Also wie gesagt, wenn wir hier alle Nekrophobia-Viecher töten... und dann wieder zurücklaufen zum Standortwechsler 14. Denkt das Spiel und dann wieder hin und her zonen zwischen diesen beiden Gebieten hier unten, ähnlich wie bei dieser, oh Gott, wie heißt denn das Viech? Ich kenne den englischen Namen Bombshell hier von wo wir unser Yaku Darkblade bekommen haben. Da haben wir ja auch die ganze Zeit hin und her gezont. Auf jeden Fall, denkt an das Spiel. Für jedes Zonen würden wir einen Gegner zusätzlich töten, obwohl wir das gar nicht machen. Wir laufen ja einfach nur hin und her. Und ihr wisst, Rava, dieser Ravna-Fresser-Fuzzi-Viech, der erscheint zwischen 30 und 256 getöteten Monstern. Und das ist der Trick, den wir ausnutzen, der Glitch, den wir ausnutzen. Das heißt, wir killen hier, ich wiederhole mich, aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wir killen hier alle Nekrophobia-Viecher und zone dann so lange hin und her, bis er erscheint. Ähnlich wie bei dir, wie bei Bombshell, wie heißt denn diese Granate? Ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die auf Deutsch heißt, ist ja auch egal. So. Der Trick hierbei ist natürlich folgender. Damit sich das Viech selbst umbringt, es hat überall, jedes Viech hat über 20.000 Leben, das heißt, wir machen zweimal Sanctus und danach vergiften wir es und bewirken rapiden TP-Sturz. Dass wir es halt nicht durch einen Angriff oder durch einen Zauber töten, sondern dass dieses Viech an Gift stirbt. Das ist ganz wichtig, um die Serie nicht zu durchbrechen. Das wird zwar lange dauern, aber es funktioniert. Und so solltet ihr es auch machen. Es gibt mehrere Methoden im Internet, wie man diesen Lava-Fresser erscheinen lassen kann. Aber ich finde, das ist die beste und die am leichtesten verständlichste Methode. Wir wirken natürlich blind auf ihn, damit die Auto-Attacks von ihm uns noch seltener treffen. Und sobald er dann im kritischen Bereich ist, bekommt er Sturz und Gift die volle Breitseite ab. Dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er stirbt.
niemals Auto-Attacks benutzen. Wirklich niemals. Denn ihr könntet aus Versehen eine Combo machen. Also falls es jetzt Schlaumeier unter euch gibt, die sagen, ja haha, Moment, ich habe das Excalibur, da kann ich doch auch nur zweimal draufhauen. Geht doch viel schneller als Sanctus. Ist richtig. Aber das Excalibur kann Mehrfachtreffer machen. Und wenn ihr Pech habt, durchbrecht ihr dann die Kette. Dann könnt ihr quasi mit dem Baron draußen nochmal von vorne anfangen. So, das fragt mich nicht wie viele, aber hier erscheinen unglaublich viele Viecher. Und verlasst dieses Gebiet erst, wenn ihr alle, wirklich alle besiegt habt. Ihr müsst mehrmals hin und her laufen, um euch auch wirklich davon zu überzeugen, dass ihr alle dieser Nekromantenviecher gekillt habt. Mich wundert es jetzt auch gerade, dass nur einer erscheint. Normal ist hier die Hölle los von den Viechern. Das kommt wahrscheinlich sicherlich noch. Wieder bis kurz vor knapp runterlaufen. Jo. Seht ihr, er wurde getötet. Die Kette wurde nicht unterbrochen, aber wir erhalten trotzdem einen Schatz. Und das ist dieser seltsame Glitch. So hundertprozentig versteht es eigentlich niemand, wieso das Spiel dann so denkt, wenn wir später zonen, dass wir weiterhin Gegner töten würden. Keine Ahnung, aber... ja, es ist halt einfach so. Gut, ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen vorspulen. Es dauert so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis hier auch wirklich der letzte Nekro-Fuzzi-Typ da gekillt ist. Und wenn er Schießma macht, dann verdoppelt er sich ja. Aber das macht nichts, das gehört dazu. Tötet wirklich alle bis auf den letzten Rest. Gut, ja, wenn ihr alle Nekrophobia-Viecher besiegt habt und überzeugt euch davon, dass es wirklich alle sind, glaubt mir, es sind sehr viele, dann müssen wir wieder zurück zur Steuerung Nummer 14. Das ist vom Leo aus gesehen links, falls ihr einen Überblick verloren habt. Und mit etwas Glück wird er da sein. Der Rava-Fresser. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nicht. Es sind nur seine Gehilfen da, diese komischen Sensenkackviecher. Gut, wenn er jetzt nicht da ist, folgender Trick. In diesem Gebiet. Die ganze Zeit hin und her laufen. Für jedes Zonen bekommt euer Todesmonster-Counter quasi einen mehr. Das war jetzt wieder super toll erklärt. Lauft ungefähr 5 bis 10 Minuten die ganze Zeit nur hin und her. Ich würde euch dafür empfehlen, irgendwie so den Analog-Stick zu justieren, dass er die ganze Zeit nach unten zeigt.
Und ja, lasst es einfach 5 bis 10 Minuten laufen, macht soweit irgendwas anderes, geht ins Internet oder keine Ahnung was. Hauptsache, ihr beschäftigt euch in der Zeit. Wenn es dann soweit ist und der Ravafresser endlich da ist, würde ich euch folgende Gambits empfehlen. Vaan kümmert sich ausschließlich um den Angriff und die beiden Mädels zaubern stumm. Außerdem sollte Vaan Masamune anhaben. Denn Ravafresser wird meistens begleitet. Wow, den sollten wir natürlich nicht angreifen. Keinen Gegner im Blickfeld, sondern um ganz sicher zu gehen, gegen kälteempfindliche Gegner Angriff. Denn Ravafresser wird begleitet von diesen Sensenmännern und die sind sehr, sehr unangenehme Gegner, aber ihr dürft sie auch nicht töten, damit ihr die Kette nicht unterbrecht. Also das ist schon nicht so einfach. Ja. Und da unten haben wir ihn. Da ist er. Ravafresser. Wenn ihr die Kette behalten habt, habt ihr ungefähr mit der höchsten Kettenstufe eine 12%ige Chance auf einen Danjuro-Drop. Außerdem braucht Vaan den Kamoe-Gürtel, damit jeder Schlag sitzt, denn er weicht sehr, sehr, sehr gerne aus oder blockt die Angriffe. Das ist einfach noch übelst nervig. Hoffentlich klappt das jetzt. Und ich habe beim ersten Mal schon Glück. Ich meine, 12% sind 12%. Also der ist schon nicht ohne hier. Auf gar keinen Fall zu unterschätzen, der Kollege. Und er hinterlässt nichts. So, schön. Um ihn jetzt wieder erscheinen zu lassen, müssen wir zum Glück die ganze Scheiße da oben nicht nochmal machen, sondern zurück zur Torsteuerung. Jeder macht mal seine Gambits jetzt aus. Und noch ein Gebiet weiter, sprich zwei Gebiete. Falls hier in diesem Gebiet jetzt wieder Gegner erscheinen sollten, ignorieren. Nichts machen. Auch hier ignorieren. Nichts machen. Einfach durchlaufen. Hier auch wieder weiterlaufen. Und erneut zonen, bis die Schwarte kracht. Am besten wieder mindestens 5 Minuten den Stick festklemmen, euch irgendwie anderweitig beschäftigen und mit diesem Trick so oft den Ravafresser machen, bis ihr endlich dann Juro bekommt.